gute Frage. Heute ist das erste Mal. Zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel, aber auf jeden Fall ist der Laune top. Und ich glaube, alle haben sich gefreut auch auf das Wiedersehen. Und wir sind natürlich auch stolz darüber, die Jungs zurückzukommen mit guten Ergebnissen, sage ich mal. Deutschland 5. Platz, Schweden 4. Platz und natürlich auch Niklas als Weltmeister. Das ist was ganz Großes. So, da wollen wir aufbauen. Ich finde tatsächlich, dass alle unter Löwen hat eine tragende Rolle gehabt. Egal, ob das Christian bei Slowenien oder ob die Deutschen, da ja auch sehr viel Lob gekriegt haben in die deutschen Medien, aber auch Niklas, der spät in das Turnier reinkommt und eine Riesenrolle für Dänemark spielt, abwehrtechnisch. So einig können wir gut zufrieden sein mit unter Löwen, denke ich. Also wir fahren da hoch, um zu gewinnen. Wir wollen den Final Four. Wir sind natürlich heute erstmal mit zwei Trainingseinheiten zusammen, aber wir freuen uns riesig auf so ein Spiel am Anfang. Und ja, da geht Geschichte in der Medien darum, dass Hannover ersatzgeschwächt ist, aber das müssen wir ja zeigen am Samstag, ob das wirklich auch so ist. Ich glaube, alle hat Bock. Alle wollen das. Haben wir auch gezeigt in Melsung, haben wir gezeigt in die anderen Pokalspiele. Und das wird sich zeigen die nächsten paar Tage, dass wir wieder in unseren Rhythmus reinfinden. Aber sowieso Samstag, so ein Spiel wird Kampf ohne Ende. Und das, glaube ich, ist der Mannschaft bereit für.